Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer und Burgbewohner. Ich wollte hier noch drin bleiben. Wir sind in dem Gefängnis. Hier sollen jetzt ganz viele Gefangene umgebracht werden. Und wir haben eben gelesen von Valerius Constantinus, der das, glaube ich, wahrscheinlich aus Wikipedia oder so hat. Diese September-Massaker gab es wirklich und da sollten, ja, inhaftierte Revolutionsgegner noch mal kurzfristig umgebracht werden, bevor die Koalitionsarmee möglicherweise in Paris einmarschieren sollte. Symbolisiert die dunkelsten Stunden der Revolution. Vom 2. bis 6. September 1792 ist das geschehen. Drei Jungfrauen? Das ist aber nicht ernst gemeint, jetzt Eifel, oder? Das wäre ja zu abgefahren irgendwie. Hallo! So, tschüssi. So, da hinten lehnt einer an der Wand, aber die können wir erstmal plündern noch, die beiden Herren. Die sind auch weg, also von den 40 Wachen haben wir jetzt mindestens irgendwie 10 oder so schon umgenietet. Das ist doch schon mal gut. Das beruhigt die restlichen Insassen bestimmt auch ungemein. 1111 Jungfrauen. Ihr mit euren Jungfrauen, was ist denn jetzt los? Oh Mist, ich wurde gesehen. Töte ihn, schnell. Haha. Oh nee, oh, der trifft mich ja trotzdem. Du bist doch böse. Der weicht auch aus. Autsch, autsch. Konnte ich nicht blocken. Aber jetzt gibt's aufs Met. Es gibt's aufs Fressbrett, wollte ich sagen. Okay, das war ein bisschen schadensintensiv, aber wir haben es geschafft. Noch mehr Wachen ausgeschaltet hier. Und Medizin haben wir wieder zurückbekommen. Sehr schön. So, hier geht es wohl durch eine Stufe 1-Tür. Das müssten wir schaffen. Ja, das ist natürlich super simpel inzwischen für uns. Stufe 1-Schlösser. Gar kein Problem. Rip Tastenhauer. Lieber Jungfrauen als Altmänner, oder? Okay. Ja, natürlich, Freddy, das macht auch Sinn, ne? Dass sie dann Angst hatten, dass sie die quasi befreien und dann mit denen mitmarschieren, ne? Das ist mein Computer völliger Willsernst, was? Den Teppichröhr, Trois Vierges, bedeutet nichts anderes als drei Jungfrauen. Ach, das Wort, Trois heißt drei, Vierge heißt Jungfrauen, kann gut sein. Drei Jungfrauen, okay. War auch wegen diesem Manifest des Herzogs von Braunschweig, dass der die Pariser einschüchtern wollte, aber das Gegenteil bewirkte, nämlich den Sturm auf die Tuilerien und halt diese Massaker. Spannend, spannend, liebe Leute. Spannend, spannend, aber wir haben natürlich unsere eigene Geschichte hier zu erledigen. Ist ja immer so ein bisschen komisch. In Assassin's Creed macht man hier seine eigene Geschichte innerhalb der nachgewiesenen Geschichte sozusagen, die natürlich jetzt sehr, sehr fantasievoll ist, ne? Dass wir jetzt hier jemanden umbringen müssen, weil er dem Templerorden angehört oder whatever. Ich habe es mir schon wieder nicht merken können, warum wir den umbringen sollen, weil Napoleon es toll findet und Karrierechancen bekommt. Schon ein bisschen wild, diese Geschichte. Aber gut, das ist eben dann Assassin's Creed halt, ne? Courage, Soldat! Mettez-les en pièces! Protégez les prisonniers! Mort aux traîtres! Repoussez-les! Vive la Révolution! Tenez bon! Restez en ligne! Tuez-les tous! So, tschüss. 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 So. Schön von hinten, schön unehrenhaft. Wir sind ja wirklich schon ziemlich böse, ne? Dass wir die hier so umbringen. So, jetzt haben wir hier die französischen Soldaten gerettet. Die werden jetzt bestimmt ganz gerne weitere Revolutionäre abschlachten wollen. Was war das für ein Geräusch hier drüben? Ach, hier ist ein Wappen. Wir haben ein Fundstück erneut erbeutet. Sehr gut. Oh, jetzt ist hier... ich bin gar nicht da. Was ist das?
war denn hier der Button für Verstecken? Ja, den hätte ich nutzen sollen. Ja, das hat natürlich der jetzt gesehen, das war mir klar. Aber wir kriegen ihn trotzdem, das ist ja lustig. Guck mal, da fliegt der andere noch. Okay, niemand hat's gesehen, alles gut, wieder zwei weniger. Da stehen zwei am Fenster, die kriege ich gleich auch, sehr schön. Und wir können erstmal plündern gehen, nice. Genau, wir sind der Assassine, wir brauchen keinen Grund. Ist nur wichtig, dass wir den Befehlen folgen. So wie hier. So, wieder zwei weniger. Meine Güte, wir haben ja schon Leute ausgeschaltet. Der Kill-Count ist wirklich extrem hoch inzwischen für uns. Und so viele, naja, Unschuldige kann man nicht sagen, aber so viele halb Unbeteiligte hierbei. So, hier drüben gibt es auch nochmal eine Tür. Die anderen sind hier offenbar jetzt verschwunden. Dann müssen wir die wohl öffnen. Ja, das ist ja super easy. Kein Problem, die Tür zu öffnen wieder. Und dann geht's wieder nach draußen aus dem Fenster raus hier. So, wir müssen da oben hin. Die Frage ist natürlich... Hallöchen! Hui, oh, das war cool. Wiedersehen. So, da oben ist der Typ. Ich werde jetzt mal versuchen, die Leute hier allmählich... Ich kann den nicht kriegen, den Typen hier. Was ist das denn für ein Scheiß? Der kommt jetzt gerade an. Ah, der hat uns gesehen. Wie doof. Ja, das ist natürlich jetzt bescheiden gewesen. Mal gucken, ob die KI das hinkriegt. Ich habe ja kein Vertrauen in die. Die wollen jetzt irgendwie hier hin, aber können nicht so richtig. Und gammeln jetzt hier rum. Ob das wohl... Ich nehme mal einen Schluck Wasser. Vielleicht beruhigen sie sich bis dahin wieder. Verschwunden. Just like that. Keiner weiß mehr, wo ich bin. So, Flash265, vielen Dank für deinen Follow. Du bist Nummer 390. Bald haben wir wieder eine runde Zahl erreicht. Das freut mich. Herzlich willkommen. Und warum kann ich hier... Jetzt. Tschüss. Ist dasselbe in grün. Komm, das abusen wir jetzt ohne Ende hier. Oh, der hockt da oben, aber der könnte doch mit seinem Speer jetzt eigentlich hier runterpieksen, wenn er schlau wäre. Aber das ist der nicht, der ist leider nur ein KI-Typ. Ein Luxemburger würde zu dem fliegenden Franzosen Eddie sagen. Ich habe mir das Spiel am Samstag für 30 Euro geholt. Findest du, das war es wert? Du meinst jetzt Assassin's Creed Unity? Oder was meinst du für ein Spiel, Raschelmeier? Ach, das ist ja unser Kumpel. Na nein, das ist... Das war unser Ziel. Mist. Du hast mich nicht gesehen. Wir sind nicht die Jedi, die ihr sucht. Das ist ja lustig, was die KI hier macht. So, wenn ich jetzt hier oben lang gehe, sieht mich einer? Nö, das juckt die alle nicht. Aber es sind nur noch die zwei und die paar Leute da oben. Alle anderen sind schon wieder weg. Assassin's Creed Unity. Ja, ich weiß nicht, ob das 30 Euro wert ist. Kommt drauf an, war es denn in irgendeinem Sale drin? Also ich hätte gesagt, ich hätte es mir eher für 20 und weniger geholt, aber das ist halt Geschmackssache auch irgendwo, ne? Lass uns doch mal bitte hier hin und dann hier hinter das Ding. Will irgendwo noch ein Pfeifgeräusch? Nee, ne? Ja, das ist jetzt wenig spektakulär, wenn ich mich von hinten anschleichen kann. Ja, war jetzt nicht so schwer. Si l'on vous a donné l'ordre de nous faire sortir d'ici, vous devez aussi avoir l'autorité d'employer la force.
car nous ne quitterons nos places que par la puissance des baïonnettes. Ah, mais administrer, c'est gouverner. Gouverner, c'est régner. Tout se réduit à cela, et c'est bien le problème. Monsieur Mirabeau ? Pathétique, n'est-ce pas ? La France ne mérite-t-elle pas mieux ? Plaît-il ? Palais du Luxembourg. Oui ! Nettoyez-moi tout ça, c'est l'heure. Vous avez bien dit qu'il parlerait. Vous avez fait vos preuves, capitaine. Marie ? Le prix du grain est plus élevé que jamais, grand maître. Nos agents sont prêts à détourner les cargaisons vers nos quais. Ils n'attendent que votre ordre. Bien. Affamez-les. La famine et la colère leur révéleront la vraie nature de leur maître. Mais procédez graduellement. Ce que vous demandez prendra au moins un an, grand maître. Sinon deux. Also wurde er rekrutiert, weil er keinen Handschlag bekam. Ja, so in der Richtung wurde das angedeutet. Was ich auch interessant finde, hier wird quasi dieses Aushungern der Bevölkerung, das ist schon fast wieder so ein Verschwörungsmythos, ne? Der wird hier als Grund genannt, warum es dann zu diesen Ausschreitungen kommt, weil die Bevölkerung zu wenig zu essen hat. Und wer ist schuld? Natürlich die bösen Templer. Ja. Rekrutieren der Unzufriedenen und Desillusionierten. Eigentlich eine gute Taktik, das stimmt. Da haben sie schon einen coolen Move oder einen geschickten Move gemacht. So. Euch kriegen wir jetzt hier noch. Oh Gott, das ist ein bisschen viel. Hilfe! Too many? Zu viele hier. Um Gottes Willen. Aua! Arschi. Ach, hier geht's hoch. Ah, nein! Keine gute Idee. Hm. Nehmen wir wieder unseren altbekannten Weg nach unten. So, da die KI ja nicht hier drüber kommt, haben wir alles richtig gemacht. Ja, ich habe hier einige Nachrichten jetzt überlesen, verzeiht. Die Logik ist lückenhaft. Ja, irgendwie schon, ne? Irgendwie schon, Don Soldier HD, finde ich auch. Da wäre sowas wie die Macht ganz hilfreich. Force Unleashed, ja. Rekrutiert einen Soldier und gibt ihm eine flauschige Kultistenrobe. Gut, wir sollen das Gebiet verlassen. Würde ich sagen, dann ziehen wir doch mal wieder runter. Können wir hier eigentlich runterhüpfen jetzt? Nö, ich darf einfach nicht runterspringen hier. Das ist ja bekloppt. Ich kann nur bis hier und dann kann ich nicht mal springen, weil die Dinger irgendwie komplette Hindernisse sein sollen. Das ist ja doof. Ey, total doof. Jetzt muss ich hier rumklettern wie so ein Doofer. Und muss wieder den ganzen manuellen Weg nach unten nehmen. Warte mal, hier waren diverse Dinger angezeigt. Wir gucken mal. Wir gehen jetzt erstmal wieder durch das Fenster durch. Und dann haben wir, glaube ich, schon den finalen Bösewicht gesehen, wenn mich nicht alles täuscht. Dieser Typ in Schwarz. Es wird mich nicht wundern. Kann ich jetzt hier raus? Nein, natürlich nicht. Ich muss denselben Weg wieder zurücknehmen. Beziehungsweise könnte auch hier vielleicht lang. Ah, hier ist das, wo wir herkamen ursprünglich. Warte mal. Ja, jetzt sind wir hier. Da können wir hier lang. Hier lang, aber wo geht's dann hin? Da können wir quasi hier runter, okay. Jetzt können wir eigentlich hier auf der Seite einfach runterhüpfen, ne? So, so ganz vorsichtig und behutsam. Guck mal, hier liegen auch noch ein paar Gardisten rum. So,
Das war's. Ich bin raus. Wiedersehen. Technisch und inhaltlich hatten die große Ideen und Wünsche, aber dafür ist die Umsetzung in Unity mies. Ja, also ich habe auch schon bessere Assassin's Creed-Teile gesehen, muss ich sagen. Immerhin haben wir die helle Barde hier bekommen, das ist doch schön. Jetzt ist die Frage, oh, hier drüben geht's direkt weiter. Die Hungerzeit. Sequenz 9 startet. Paris ist fest im Griff einer Hungersnot. Wir wissen jetzt ja auch warum. Und das alles scheint Teil von Germains Plan zu sein. Findet den Verantwortlichen und setzt dem Ganzen ein Ende. Gerne doch. Kann ja wohl nicht sein, dass die Leute, für die wir uns null interessieren, jetzt hungern. Skandal, ich habe eine Motivation, den Bösewicht zu töten. Kappa. Welches Szenario willst du in Crusader Kings nächste Woche spielen und als wer? Wir müssen mal gucken. Wir haben uns zum Ziel gemacht, dass wir verschiedene Herzöge des Ostfrankenreiches in dem frühen Startdatum spielen wollen. Und zwar solche Herzöge, da gibt es eigentlich auch nur 3 oder 4, die Grenzen zu slawischen Staaten haben im Osten. Sodass wir quasi ja, gucken können, ob wir vielleicht ein bisschen Christianisierung betreiben können auf Dauer. Wen ich davon genau nehme, weiß ich noch nicht. Ich werde mir auch einen eigenen Herrscher dann erstellen und ich werde viel mit dem Würfel arbeiten. Ich freue mich da schon richtig drauf. Ich werde quasi die 3 Grundeigenschaften würfeln und werde da so eine Listenziehung machen über random.org. Das habe ich mir schon alles überlegt, weil das ist extrem Spaß. Ich glaube, das mir, was wir da für einen Charakter am Anfang kriegen, ist total random. Da kann alles bei rauskommen. Das freut mich total. Da habe ich auch richtig Bock drauf. Die Guten. Sieht, wie ein Zivilist auf der Straße getötet wird, dreht sich um und geht weg. Ja, das Spiel belohnt mich ja auch nicht dafür, hier was zu machen. Das ist ja das Problem. Also nicht wirklich gut. Ne? Dafür nerven sie mich mit den Typen, die hier überall stehen. Aber sonst haben echt nicht viel aus der Open World gemacht diesmal. Ne? So, Interaktion während des Kampfes nicht möglich. Dafür haben sie sowas implementiert. Vielen Dank. Ne, jetzt können wir da rein. Kampf ist schon wieder vorbei. Lil. Okay. Ja, das klingt ey, wirklich, also ich freue mich total. Bin total gehypt. Le Marais am 31. Oktober. Wir sind also jetzt über einen Monat später, 1792. Que sais-tu au sujet des négociants de grains? Ravi de te voir, moi aussi. La plupart sont dans la misère ces temps-ci. Pourquoi? Je tiens une piste menant à Germain. Il a chargé une certaine Marie d'acheter des cargaisons de grains et de les acheminer jusqu'à un quai privé. Marie l'évêque? Tu la connais? Les l'évêque font partie des Templiers depuis la troisième croisade. Marie a été la seule à s'opposer à l'exil de Germain. Je ne suis pas surprise qu'elle soit de mèche avec lui. Est-ce que tu sais où on peut la trouver? Non, je n'en sais rien. Mais le peu de grains qui parvient à Paris ces jours-ci est déchargé sur les quais de l'hôtel de ville. C'est parfait. Je commencerai par là. Et moi, je vais trouver l'endroit où se cache Madame l'évêque. Ja, ich finde übrigens spannend, wenn wir mal darüber sprechen kurz, wie wichtig eigentlich für so eine Metropole die Lieferung von Getreide war bis zu der wirklich absoluten Neuzeit im 19. und im 20. Jahrhundert. Das ist schon echt krass. Also heute würde man sagen, ja, weltweite Versorgungslinien und Nahrung kommt dann über Verteilungszentren irgendwo hin und das ist ja alles recht entspannt im Vergleich zu früher, wenn man sich das mal hier überlegt im 18. Jahrhundert. Tja, Getreidelieferungen bleiben aus, Leute hungern. Ganz einfach, ne? Das finde ich schon irgendwie einen spannenden Aspekt, den sie hier irgendwie antriggern, beleuchten. Aber wahrscheinlich wieder nichts draus machen? Nee. Arno hat eine Freundin. Ja, ja schon, ne? Aber so richtig was draus machen, tun sie auch daraus nicht irgendwie. Ganz strange. Dieses Spiel ist wirklich von der Story her ganz komisch. Naja. So. Aber ich will nicht nur meckern. Wir wollen weitermachen. Wir gehen jetzt hier hin. Zum Dock. Rudern! Rudern! Die fahren weiter? Okay. Das ist weird. Wir verfolgen die mal. Haben die uns irgendwie gerochen? Dort verfolge ich eben ein Boot, meint Arno.
Du liebe Zeit, wie sollen wir denn da hinterherkommen? Werden schon wieder Schwerter gezogen. Ich hoffe nicht wegen mir. Aber ist mir jetzt auch ehrlich gesagt egal. So, lass uns mal hier über die Brücke. Hallo, mein Freund. Ich bin sofort wieder weg. Keine Sorge, ich bin nicht lange hier. Oh, da wollte ich nicht hin. Aber wir kommen auch hier noch weiter. Cool. Parcours funktioniert ja sogar mal. Und wir haben 20 Kokarden gesammelt. Ein neues Farbschema freigeschaltet. Dafür sammelt man die also. Wow, das lohnt sich ja richtig, dass ich meine Kleidung einfärben kann. Muss ich 20 Kokarden in der Spielwelt sammeln und total stupide Dinge machen. Yay! Okay, ich höre schon auf mit meinem Sarkasmus. Aber... Bitte was? Was ist denn hier los? Ich habe nichts gemacht, das waren andere. So, da oben können wir hoch, sehr schön. Wiedersehen! Oho, eine schöne, mal endlich wieder mal eine schöne Parcoursequenz. Wie lange haben wir das eigentlich nicht gehabt? Daran kann ich mich noch erinnern. Die gab es in früheren Assassin's Creed irgendwie häufiger. Zumindest im zweiten Teil weiß ich das noch. Und ich bin eigentlich mal, um das Pacing mal abzuwechseln, ein ziemlicher Freund von sowas. Kann ich mal ganz grundsätzlich sagen. Tony Hawk in Planung. Assassin's Creed Tony Hawk. Allez! Attachez-moi ces amarres! Capitaine. Ah, das ist sie. Tout s'est bien passé? Oui, madame. Madame Terrible. Ici, madame. Bien. On m'a chargé de vous rappeler qu'il fallait percer l'un de ces sacs. Bien, madame. Au travail. Da ist sie also, Marie Levesque. Hat aber nichts mit einem gewissen Paul Levesque zu tun. Wer jetzt weiß, wen ich meine, tja, der hat jetzt den Witz verstanden. Alle anderen, die meisten werden jetzt denken, wer ist denn Paul Levesque? Das ist auch nicht schlimm. Oh Mann, was ein Blödsinn. Na gut. So, da drüben sollen wir hin, aber hier sind natürlich Gegner. Jetzt müssen wir echt ein bisschen... sneaky vorgehen hier. Ach du Scheiße, aber da sieht uns... Oh, da ist ja einer. Das war natürlich jetzt... Das war natürlich jetzt ein ziemlicher Anfänger. Boof. So, ins dein Gesicht. Autsch! So, wo will er hin? Die Alarmglocke läuten. Nein, da kommen mehr. Oh no, wir kriegen jetzt Besuch. Bist. So, das hast du dir wohl besser anders überlegt. Oh, ich hasse diese Pistolen. Ja, Köppel, lass mich doch mal. Ja. Gut, das müssen wir nochmal machen. Wer ist Paul Levesque? Google das mal. Ein Mann der drei Haars, mehr sage ich dazu nicht. Der heißt aber wirklich so mit echtem Namen. Aber gut, wahrscheinlich hat er kanadisch-französische Vornamen oder sowas. Weiß ich auch nicht. So, liebe Leute, nochmal, diesmal aber vernünftig. Sinnbefreite Segway-Fahrer, was habt ihr denn da? Oh, das war knapp. Da läuft wieder einer. Oh, jetzt hole ich ihn mir. Wartet. Oh. Haha, tschüss. Da guckt er doof im Wasser. Nämlich gar nicht mehr. Ja, Eifel hat's raus. Wahrscheinlich ist sie verwandt mit Paul Levesque. Ich weiß es nicht. Oh Gott. Ich muss aufhören mit diesem Blödsinn heute. Irgendwie habe ich heute auch einen Clown gefrühstückt. Nein, schon wieder einer, den ich nicht sehen durfte und konnte. Manno. Ihr miesen Säcke, immer von hinten anschleichen. Was ist denn das hier? Das waren jetzt aber bitte alle, ne? Die aus meinem Sichtwinkel raus sind. Ah, da oben stehen auch noch Gewehrschützen. Da stöhnt einer. Ab
gab es ein Platschen. Ja, schon. Hallo. So, den da oben holen wir uns später, glaube ich. Der muss jetzt zuerst weg. Frage ist, wie? Wenn Tassenauer etwas assassiniert, sprich leise. Wenn in Spielen jemand einen Überraschungsangriff macht, wird lauter. Ja, gut. So, wir könnten ja mal ein bisschen hier die Leute markieren. Das habe ich völlig vergessen in der Zwischenzeit. Das ist ganz nützlich. Ah, da oben zum Beispiel ist auch noch so ein Typi. Ich glaube, wir machen trotzdem erstmal den da oben fertig. Das müssten wir eigentlich hinbekommen. Oh Gott, der macht schon wieder so komische Dinge hier. Ja. Wiedersehen. Da hat uns einer gesehen. Wie der Typ ins Wasser gefallen ist, aber sofort Entwarnung. Alles nicht so schlimm. Ein fashionbewusster Assassine. Ja, auf jeden Fall, Mann. Also als Assassine, da würde ich total auf mein Äußeres achten. Das ist doch, man ist doch sowas Besonderes. Das muss man doch auch irgendwie farblich kennzeichnen. Und sich entsprechend kleiden, na klar. Hallo. So, du hast auch keine Jedis gesehen. Mist, jetzt kommen sie alle. Mist. Ah, sie wollen mich hauen. Ich habe Angst, Mami. Ich bin schon wieder geschossen. Aber dafür nehme ich jetzt den hier mit. Der hat jetzt einfach Pech gehabt. Von wegen wieder deine Pistole rausholen. Von wegen. Ich mache euch jetzt alle fertig. So. Tschüss. So. Tschüss. Autsch. Was machst du denn da? Hör doch auf, dich zu verstecken. Depp. So. Oh Gott, die mit ihren Pistolen immer. Was macht der denn? Oh, um Himmels Willen, wie verbuggt. So, schön nach hinten geblockt. So macht man das. Realismus.de. Ich komme ja auch so doof von der Treppe runter. Na, kommt doch her. So. So, mein Freund. Und du auch. Der blutet ja schon aus dem Gesicht. So, jetzt helfen wir noch ein bisschen nach. Da blutet er aus mehreren Löchern. Meine Güte, was für eine... Was für eine... Ein Schlachtfest hier. Aber wir haben es geschafft. Das hätte ich nicht gedacht. Das war jetzt wenig assassinisch, aber effektiv. 35.000 Franc haben wir schon. Rauchbombe? Nein. Ich wünschte, die würden SpongeBob-Kostüme adden. Ich wollte schon immer als SpongeBob die Templer jagen. Okay. Der wollte nur mal baden. Genau. Ist nur ins Wasser gefallen. Nichts Besonderes. Dem allerletzten noch. Ja. Ah, so. Haben wir die Madame da drüben. Da sind ja immer noch Gegner übrig hier. Aber wir könnten jetzt ja mal... Ja, wir sind jetzt einer von euch. Wenn ich weit genug wegbleibe... Dann sehen mich keine mehr. Ich muss nur nah, nicht nah an die Leute kommen. Ich muss ihm was stehlen. Bleibt meine Verkleidung, wenn ich jetzt hier springe und hüpfe? Bestimmt nicht, oder? Wo geht der hin? Ach, da. Ich töte den mal. So. Natürlich hat er das gesehen. Warum auch nicht? Ja. Ist gut. Ja, du springst wieder irgendwo hoch, was du nicht sollst. Das kennen wir schon. Steuerung in dem Spiel ist auch nicht gerade eine Stärke. Ja. Schießt du mal daneben. Passt schon. Ja, jetzt bin ich bei dir. Ich soll dir was stehlen. Warum soll ich eigentlich was stehlen? Ich kann dich doch töten. Oder habe ich denn die Mission verloren? Ich hoffe nicht. So. So geht das. Jetzt kann ich was von dir stehlen. Das passt doch. Haben wir gut weggelockt. Vielleicht nicht ganz so...
Ganz so wie gedacht, aber Gebiet verlassen. Ich würde sagen, den sollten wir vielleicht auch vorher umbringen, weil den jetzt leben zu lassen, ist wahrscheinlich eine sehr schlechte Idee. Ja, verlassen wir das Gebiet, kein Problem. So, jetzt haben wir wahrscheinlich irgendwas von ihm geklaut, damit wir zu der Dame kommen. Und haben es geschafft. Allein bei der Aufnahme, wenn SpongeBob zu den Assassinen aufgenommen wird, passt dieses Ich bin bereit aus der Serie. Das stimmt, das wäre wirklich lustig. Oh Mann. Paris, Luxemburg, was? Okay, wir sind durch. Nicht das Wasser berühren, okay, das haben wir nicht geschafft. Kein Alarm auslösen haben wir geschafft. Breaking News, Tastenhauer bringt Soldat um und sagt, er hat einfach nur Pech gehabt. Sollten Menschen wie er überhaupt noch in unserem friedenslebenden Land leben? Das war euer Reporter Freddy und ich sehe euch bei meinem nächsten Live-Auftritt, okay? Alles klar, Journalistenkarriere Inc. oder wie? Palast Luxemburg, ich habe schon wieder Paris Luxemburg gesehen, gelesen. Schlimm mit mir, wirklich schlimm. So, ich würde sagen, wir gehen gleich weiter zur nächsten Sequenz. Wir bleiben jetzt dran zu den Hortern. Marie Levesque richtet eine Gala im Palais Luxemburg aus. Ah, der Palais, nicht Paris. Infiltriert den Palast und tötet sie, ehe sie einen Aufstand anzettelt. Genau. Machen wir das in der nächsten Folge, liebe Leute. Bis dahin, macht's gut. Euer Tassenor sagt, ciao, ciao.